Hi, ich bin's und es geht heute ein Trickvideo. Wir haben den Marvin dabei. Den kennt ihr bisher nur von hinter der Kamera meistens, weil viele Videoproduktionen, die ich gemacht habe, habe ich mit ihm zusammen gemacht. Also er hat eine Firma für Videoproduktion, Gebauer Media, verlinke ich mal. Die ganzen High-End-Videos, also die mit richtig geilem Equipment und geilen Aufnahmen gefilmt wurden, die hat er gemacht und da bin ich sehr happy. Und er kann aber auch ziemlich gut Fahrrad fahren und Sachen, die ich selber nicht kann. Deswegen heute mit dem Dirtbike ein paar kleine Tricks. Ja, womit fangen wir an? X-Up. X-Up, ja. Also, X-Up ist ein guter Basic-Trick für Leute, die halt Spaß haben daran. Und das kann man auch sogar mit einem normalen Bike machen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz hier am Marvins Bike. Er hat nämlich ein Dirtbike. Wenn ihr das mit eurem Enduro macht, eurem Bikepark-Fahrrad, wenn ihr keine Doppelbrücke habt, dann müsst ihr gucken, dass das Kabel lang genug ist. Weil wenn ihr den X-Up macht, dass es da keine Probleme gibt. Ja, und dann ist halt wichtig, mit welchem Fuß ihr das macht, welchen Fuß ihr vorne habt, damit halt, wenn es der falsche Fuß wäre, kommt der Fußreifen gegen den Fuß, weil das vorne ja ein bisschen länger ist, das Vorderrad. Also muss man sich da schon Gedanken machen. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, könnt ihr auch hingehen und eine Trockenübung machen. Die macht der Marvin mal vor, dass er erstmal über dem Rad steht und den Lenker bewegt, zum Beispiel erstmal ein Cross-Up, nur die Hälfte. Genau, und dann gucken, wie fühlt es an, wenn man das ganz rum macht. Genau. Ja, und ich mache mal ein Foto hier ins Video. Ich habe früher sogar mal X-Up Manuals gemacht. Nur mal so ganz kurz im Manual, gibt es auch eine Aufnahme von. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir haben hier die MTB Hopper Rampe. Die Light-Version, die man ziemlich als Rucksack nehmen kann, überall aufbauen kann. Die Sonne scheint. Marvin hat sich gerade ein bisschen warm gefahren und zeigt uns jetzt mal den Cross-Up. Seht ihr hier die Rampe? Also liebe Leute, ihr seht da schon den Link, wo ihr die herbekommt. Ihr wisst ja schon länger, ich habe ja schon mal ein Video gemacht mit der MTB Hopper Rampe. Das verlinke ich euch mal unter dem Video. Ihr seht, das ist ja die Light-Version. Die kann man überall mit hinnehmen. Ich verlinke mal ein Video mit Sam Pilgrim, wo er die benutzt. Und ihr, wenn ihr ein paar Jungs habt oder Mädels, könnt ihr euch mal zusammentun und das Geld dann investieren. Dann braucht ihr auch keinen Dirtspot. Ihr könnt dann überall damit springen. Man hat dann hier eine Transition, wo man dann reinlanden kann. Und man kann die Rampe immer weiter wegschieben. Wir haben jetzt schon eine gute Länge hier gefunden. Also Marvin zeigt uns jetzt den Cross-Up. Das heißt, er schlägt den Lenker so weit ein, dass es dann Vorderrad zu mir zeigt. Genau. Ja, da habt ihr es schön gesehen. Und ihr müsst dabei wissen, natürlich den Sprung vorher schon trainiert haben. Okay, jetzt super. Macht ihr das im Manual Impuls. Genau. Da seht ihr das. Dann hat man sehr wenig Zeit dafür, das zu machen. Und das ist natürlich ein super Training, dass man das Timing akkurat macht. Und man muss es nicht direkt mit Risiko in einem Sprung machen. Also, und wenn man dann das mit dem Manual Cross-Up macht, kann man jetzt schon Manual X-Up machen. Genau, sich daran tasten, ruhig mehrere Versuche. Und dann kriegt man schon mal ein Feeling, wie fühlt sich das an. Passt das mit den Kabeln, passt das mit dem Fuß und dem Reifen. Also nimmt jetzt viel Schwung und dann dreht er ein bisschen weiter. Ein stärkerer, genau, stärkerer Cross-Up, um sich dann Schritt für Schritt, das kennt ihr, das Lernprinzip überhaupt, weiter ranzutasten, um zum X-Up zu kommen. Jetzt der X-Up. Und Schritt für Schritt herantasten. Ja! Am Anfang nicht wundern, wenn man einlenkt, kippt das Rad leicht zur Seite, nach links oder rechts, je nachdem, wie rum man einschlägt. Da einfach mit den Beinen ein bisschen stabilisieren und das Rad gerade halten. Super Tipp von Marvin, wenn ihr anfangt, auf jeden Fall das ausgleichen, weil ihr kennt das wie beim Scrub, sonst liegt das Rad so ein bisschen schräg. Gehört aber zum Lernen dazu und ja, weiter geht's. Also Marvin demonstriert euch gerade mal eine Sache. Wenn man den Lenker im X-Up hat, dann ist es so, dass der Lenker gegen den Knieschoner kommen könnte. Und deswegen hängt man manchmal, wenn man die Beine dann gerade hat, minimal weiter hinten, als wenn man es normal im Sprung hätte. Kannst aber auch so. Zeigt es einmal. So, das heißt jetzt für euch, man ist ein bisschen weiter hinten und dass ihr dann in der Landung schön mit Bein und Arm abfedert.
Weil sonst könnte es passieren, dass ihr zu weit nach hinten kommt in der Landung, wenn ihr nicht schön mit den Armen federt. Liebe Leute, das waren Tipps für ein X-Up, also es ist ein Basic-Trick für Dirtfahrer, für uns normale Bikepackfahrer. Also ich, wie gesagt, ich habe den früher mal im Manual gemacht, aber nie in einem Sprung. Da habe ich mich halt nicht getraut damals und jetzt ist es für mich nicht mehr so das Thema. Aber wenn ihr den Step-by-Step macht, ist ja auch nicht so gefährlich. Worst Case wäre halt irgendwie, man bleibt, wenn man so eine Baggy Jeans hat, irgendwie mit dem Lenker an der Baggy Jeans hängen oder so. Das müsst ihr natürlich vorher checken. Aber Marvin hat es jetzt schön gezeigt. Ich muss kurz sagen, er ist ewig lang nicht mehr dort gefahren und hat sich heute bereit erklärt, einfach mir ein bisschen zu helfen. Fand ich super cool. Und ja, danke dafür. Gerne, gerne. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mal unter das Video stellen. Und natürlich, wer jetzt sowas schon kann, der könnte darüber nachdenken, das zu kombinieren. Vielleicht zum Beispiel Barspin to X-Up oder 360 X-Up, 180 X-Up. Also man kann den Trick natürlich überall so einstreuen als Kombi. Und es sieht auch echt lässig aus. Und ich weiß es halt noch aus dem Manual damals. Ich fand es war auch echt ein cooles Gefühl. Schaltet ein zum nächsten Video. Wenn euch das gefällt, gerne auch ein Abo dalassen, kennt ihr ja. Und man sieht sich.